Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, nur hier bei Top Down Games. Heute, wie rendere ich bzw. schneide ich Videos am schnellsten? Gut, wir haben hier eine große Fraps-Datei von 180 GB, die 57 Minuten und 25 Sekunden geht. Natürlich muss man da zuerst rendern, weil wenn man das schneidet, muss man ewig schneiden und das aber auch zu viel Zeit. Also zuerst nimmt man zum Beispiel ein Programm wie Handbrake und das ist kostenlos zu erwerben, steht unten in der Beschreibung. Das könnt ihr euch einfach runterladen. So, das zieht ihr dann einfach hier rein, euren großen Film sozusagen. Und müsst darauf achten, dass hier ein MP4-File steht. Nämlich nur dann wird der Videocodec H.264 unterstützt von diesem Programm, welcher euer Video sehr, sehr klein komprimiert und trotzdem noch eine gute Qualität hinterlässt. Danach geht ihr hier auf None und könnt die Größe einstellen, die ihr haben wollt. Bei uns wird das dann 1280 mal 720 für dieses LP. Gut, danach könnt ihr noch Audio einstellen. Ich stelle mal auf Stereo, weil das YouTube bearbeitet eh dann noch alles und dann am Ende hat man eh meistens nicht mehr Stereo übrig. Gut, und als letztes muss noch beachtet werden, wollt ihr Large File Size, Web Optimized oder iPod 5G Support? Gut, Web Optimized ist für die Leute, die halt so, ich sag mal, kleinere Videos unter 4 GB Größe machen. Die sind dann halt noch ein bisschen kleiner und noch viel besser fürs Internet, also lassen sich schneller laden für die Leute, die das Video gucken wollen. Wenn ihr Large File Size wählt, das ist dann so, wie was wir jetzt machen müssen, da das Video im Endprodukt sehr wahrscheinlich größer als 4 GB wird, sollten wir Large Size wählen, da sonst die ganzen Player und alles das nicht mehr abspielen kann. Sonst könnt ihr ruhig Web Optimized wählen, das ist kein Problem. Als letztes müsst ihr noch aussuchen, wo ihr es speichert und wie ihr es nennt. Hier die Datei ist schon fertig, deswegen werde ich jetzt nicht nochmal auf Speichern klicken. Ihr müsst einfach auf Speichern klicken und zu guter Letzt dann auf Start und dann macht es das fertig. Und hier unten kommt dann eine Prozentanzeige, die euch zeigt, wie weit es ist und wie schnell es vorangegangen ist. Gut, wenn ihr das dann geschafft habt, geht ihr danach in diesen Ordner mit den Spielen und den Videos sozusagen, habt ihr hier. Das wäre das und öffnet das Programm Avidemax zum Schneiden. Ein weiteres kostenloses Programm, was ihr unten in der Beschreibung findet. Da fügt ihr einfach dieses Video hier ein. Gut, jetzt habt ihr hier das ganze Video drin und könnt ihr halt schneiden, wie ihr wollt. Ihr setzt hier einfach einen Punkt hin für A und irgendwo einen Punkt für B, wohin ihr schneiden wollt zum Beispiel, so. Oder automatisch bis zum Ende und drückt dann auf Entfernen. Gut, wenn ihr hier bei Avidemax beim Schneiden seid, müsst ihr natürlich beachten, dass ihr ein E-Frame habt, das steht hier unten. Nämlich in anderen Frames kann man, also kann Avidemax zumindest nicht direkt schneiden. Es gibt noch P-Frames und B-Frames, wie ihr hier seht, was hier unten steht. Dementsprechend müsst ihr dann immer weiter skippen bis zu einem E-Frame, wenn ihr schneiden wollt. Das wäre dann in dem Fall hier machbar oder hier eben zurück. Also immer die zum E-Frame nehmen und hier kann man direkt den nächsten Frame, der danach kommt, nehmen. Was allerdings eben nicht fürs Schneiden ist. Gut, bei Video-Output würde ich einfach Copy nehmen und Audio-Output auch und hier aber vor E-Muxer auch stehen lassen, weil es dann am schnellsten bearbeitet. Gut, zu guter Letzt gibt man dann auf File, dann auf Save und dann gibt man noch den Namen ein. Ich nenne es einfach mal auf Desktop voll krass Tutorial fertig. Und drückt dann einfach auf Speichern. So. Und das geht auch sehr schnell, wie ihr seht, da wir eben vorher schon konvertiert haben. Gerendert. Und jetzt wurde das successfully gesaved, also sicher gespeichert. Gut, zu guter Letzt können wir das dann schließen, wenn wir fertig sind. Und können diese Datei dann öffnen. Am besten macht sich das mit VLC Media Player. So. Und wie ihr seht, läuft's gerade. Gut. Na denn, dann danke ich euch fürs Zusehen. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ein Tutorial kommt. Also denn, bis dahin, haut rein.